Phosphat ist einer der Hauptnährstoffe der Pflanzen. Zu viel davon im Wasser kann allerdings für Algenprobleme sorgen. Ich möchte euch hier einen einfachen Trick vorstellen, mit dem man Phosphat einfach aus dem Wasser entfernen kann. Dazu nimmt man Stahlwolle. Ganz einfache Stahlwolle, die man zum Schleifen von Möbeln verwendet. Diese kriegt ihr in jedem Baumarkt. Ich habe hier eine kleine Packung mit 2 Pads geholt. Gibt es allerdings auch in großen Gebinden, so von 200 Gramm. Auf der Rolle, dann, davon könnt ihr euch einfach so viel abschneiden, wie ihr braucht. Und verwendet das dann im Aquarium. Nehmt euch die Stahlwolle, packt sie in einen Netzbeutel oder in einen alten Strumpf und hängt sie in die Strömung im Aquarium. Ihr könnt sie natürlich auch in den Außenfilter packen. Nach 2 bis 3 Tagen nehmt ihr das wieder aus dem Aquarium und dann werdet ihr sehen, dass also, wenn ihr nachmesst, dass der Phosphatgehalt deutlich gesenkt wurde. Das funktioniert so, die Stahlwolle korrodiert im Wasser, dabei entsteht Eisenoxid bzw. Eisenhydroxid. Dieses reagiert weiter zu Eisenphosphat und Eisenphosphat ist nicht wasserlöslich und somit habt ihr es aus dem Aquariumkreislauf entfernt. Wenn die Senkung nicht ausgereicht hat, könnt ihr das problemlos wiederholen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal. Vergesst nicht, das Glöckchen zu bimmeln und ihr verpasst keine weiteren Videos von mir. Vielen Dank für euer Interesse.